Okay, ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Max und heute gibt es mal ein bisschen Gameplay aus der aktuell laufenden Titanfall Beta. Ich habe das Glück, beziehungsweise durch meinen Job, die Möglichkeit, hier schon etwas früher an den Key gekommen zu sein. Ja, aber keine Sorge, wenn ihr euch registriert habt und ich sage mal, etwas Glück dabei ist, dann habt ihr natürlich auch bald die Möglichkeit, an der Beta teilzunehmen. Also man will auf Seiten Respawn versuchen, möglichst viele Leute in die Beta zu bekommen. So, also hier im Attrition-Modus, wir spielen Attrition. Das ist so eine Art Team-Deathmatch, allerdings auch mit einem gewissen Ziel. Oh, ich bin tot. Da hat schon jemand auf mich gewartet. Ja, also Attrition-Modus hat das Ziel, hier gibt es so VIPs, die versuchen, einen bestimmten Punkt zu erreichen. Also ein Gegnerteam versucht, einen bestimmten Punkt zu erreichen. Und wir sollen das verhindern. Und das machen wir jetzt auch. So, wir spielen hier auch mit menschlichen Gegnern. Das sind zwar nicht so viele, aber es gibt sie. Ich muss jetzt mal rausfinden, wo die sind. Ja, ist jetzt auch das erste Mal, dass ich hier zu Hause am PC spiele. Komm, hüpf da hoch, Mensch. Schießt du was? Irgendwo ist hier ein Gegner. Ich weiß aber nicht, was macht er da? Ist doch tot, Mensch. Oh, da kommt was. Aua, der hat eine Schrotflinte. Verdammt mich. Ja, die Schrotflinte ist übrigens ziemlich heftig, habe ich schon gesehen. Aber gut, das sind sie ja eigentlich in jedem Spiel. Wie gesagt, ist hier wirklich das erste Mal, dass ich zu Hause spiele. Aber, ja, das Spiel wächst natürlich mit der Übung, die man hier... So, ich rufe mir jetzt einfach mal einen Titanen. Da kommt er schon an. Und Rinder. Schnell, schnell. Da ist nämlich ganz schön Action hier. Oh Mann, Alter, ich krieg hier richtig doll auf die Fresse. Das ist ja heftig. Meine Fresse, ey. Nein, nein. Hier ist nichts mit attacking me. Hallo? Ich bin neu in dem Spiel. So, mir fällt das ein bisschen schwer hier. So, den Titan haben wir zerkloppt. Damage Core, jawohl. Damage Core ist ein Feature, das sorgt dafür, dass mein Titan stärker ist und eine kurze Zeit mehr Schaden austeilt. Und das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren hier. Leider ist jetzt gerade kein Titan da. Oh, jetzt ist mein Damage Core schon wieder offline. Aua. Nein!
So, ja. Es macht unglaublich viel Spaß. Es hält mich davon ab, hier überhaupt mit euch zu sprechen. Es tut mir leid. Alter, ich glaube, das war der Fly. Der ist hier aber auch ganz schön flott unterwegs, das muss man mal so sagen. Ah, da war noch ein Titan unterwegs. Also langsam nimmt das Spiel hier doch wirklich Form an. Es gibt eine coole Killcam, die halt wirklich gleich zeigt, was hier los ist. Oh. Rinn in die Kiste und weiter geht's. Action. Titanenboxen! Ja, komm her! Ich klopp den so lange, bis der kaputt geht. Okay, hat nicht geklappt. Ist egal. Oh, Alter, ey. Ich muss hier unbedingt... wo ist er hin? Da ist er. Hat nicht mehr viel. Nein, ich... Ah, verdammt. Verdammt. Alter, ey. Es ist... Ey. Ey. Pff, keine Ahnung. Es ist einfach geil. Es ist einfach nur der Hammer. Es macht so einen Spaß. Und es ist... Ja, genau das, was es sein soll. Unterhaltsam. Am geilsten finde ich ja, wenn der Titan da runterkommt und dieser Sound, dieses Luftgebrutzel ist genial. So, was ist hier los? Noch irgendwer? Wer möchte hier nochmal? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Geht alles. Hier ist alles. Alles kann, nichts muss. Oder wie war das? Sieht so aus, als hätten wir gewonnen. Kaputt aus. Kann das sein? Oh! Was? Hier oben war immer noch irgendwie einer auf dem Dach. Wir müssen jetzt hier sozusagen den Gegner stoppen, die Flucht zu vollziehen. Wir sind hier sozusagen auf dem Weg, dann eine Fluchtmöglichkeit zu finden. Und die müssen wir, ja, bekämpfen.
Das Schiff muss kaputt. Die hauen ab. Nein! Verdammt. Okay. Das haben wir nicht geschafft, aber ja, ich glaube, jetzt haben wir gewonnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass ich es das erste Mal jetzt hier zu Hause spiele, lief es ganz gut. Ich sag erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.